Ja, hallo alle miteinander. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Ich möchte jetzt mal von den Erfahrungen berichten, die wir in Neudeutschland gemacht haben. Nico und ich waren ja Anfang dieses Jahres etwa 7 Wochen da. Will da vorneweg sagen, dass es natürlich unsere subjektiven Erfahrungen sind. Und dass ich nicht nur einfach kritisieren möchte, sondern halt auch Verbesserungsvorschläge anbringen möchte, die ich auch dort angebracht habe, die aber nicht gehört wurden. Ich habe das Ganze einfach mal ein bisschen in Themenbereiche eingeteilt, weil wenn ich das chronologisch mache, wie wir es erfahren haben, dann ist das recht durcheinander. Zuerst mal zu dem Thema Geld und Finanzsystem. Oder vorneweg, warum sind wir eigentlich dorthin? Wir fanden Neudeutschland von dem, was dort alles geboten wird, von der Struktur her, dachten wir, das wäre eine Alternative. Ja, wo wir einfach ein anderes Leben anfangen können und auch die Entwicklung, tja, der Gesellschaft mit unterstützen können, dass wir endlich neue Wege gehen, dass es nicht mehr das alte Spiel ist. Hat sich dann leider für uns herauskristallisiert, dass dem dort nicht so ist. Ja. Also, fangen wir an mit dem Geld- und Finanzsystem. Der Peter hat ja dort dieses Engelgeld. Dort ist es so, dass mir dort die Engel-Akzeptanzstellen gefehlt haben. Also es gab zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, Anfang des Jahres, in ganz Wittenberg, außer den Neudeutschland internen Geschäften, also der Engelladen und diese Würstchenbude oder was da noch ist und so, gab es nur eine einzige Engel-Akzeptanzstelle, das war ein Bioladen. Und bevor wir gefahren sind, etwa 2 Wochen vorher, hat auch der nur noch Halbengel, Halb-Euro akzeptiert, einfach weil die Frau gesagt hat, ich werde meine Engel ja gar nicht mehr los. Ich kann ja gar nichts damit anfangen. Dort ein Verbesserungsvorschlag wurde auch nicht gehört. Also gerade momentan, ich weiß nicht, wie weit es jetzt ist, wird in Wittenberg ein riesengroßes Einkaufszentrum gebaut. In Wittenberg gibt es ja noch viele, viele, viele kleine Geschäftchen. Und für mich, von der Logik her, ist das doch eigentlich der Aufmacher zu sagen, hey, komm, bevor hier dieses riesen Einkaufszentrum entsteht, was sich mit Sicherheit negativ auf die Geschäfte der einzelnen Unternehmen dort auswirken wird. Lasst uns doch zusammenfinden und mit der Engelwährung voranschreiten. Das ist halt nicht geschehen. Ich muss ab und zu auf den Zettel gucken. Ja, das halt zu dem Engelgeld konnten wir letztendlich dann nicht mehr viel damit anfangen. Was ich sehr erstaunlich fand, gerade in Wittenberg selbst, dass da nichts ist, ne? Dann, wir waren ja im Bauteam untergebracht. Wir sind ja beide Handwerker. Dort fand ich sehr bedenklich den Umgang mit den Vereinsgeldern im Bauteam. Es wurde halt 2 bis 3 Mal am Tag wirklich in den Baumarkt gefahren. Es wurde das, ja, billigste Material einfach verarbeitet. Jetzt jemand, der Handwerker ist, weiß billig. Billig ist nicht gleich günstig und schnell, schnell, schnell ist nicht gleich Zeit erspart, von der Nachhaltigkeit ganz zu schweigen. Was haben wir noch? Ja, dort wurden auch dann, sag ich mal, die fachlichen Hinweise von uns, die wir mehrmals angebracht haben, wenn man nur von Malerfachbedarf redet. Nicole hat 13 Jahre Berufserfahrung. Wurde nicht gehört und da weiß man einfach, das, was dort gestrichen wurde, muss man spätestens 2, 3 Jahre wieder streichen. Es hält nicht so lange. Es ist die doppelte Arbeit oder die dreifache sogar. Ja, wurde nicht gehört. Hier halt wirklich der,
ja, Verbesserungsvorschlag, nicht zwei, dreimal am Tag irgendwo im Baumarkt fahren, sondern mit großen Unternehmen, mit Fachbetrieben Verträge aushandeln, wo man nochmal Prozente kriegt. Das dürfte eigentlich als ein Staat, der am Entstehen ist, ja kein Problem sein. Das macht jeder Handwerksbetrieb eigentlich so und hat dann natürlich dementsprechendes Material, wo man weiß, das hält auch und lässt sich gut verarbeiten und hat dann im Endeffekt auch noch Geld gespart, als wenn man immer das Billigste vom Billigsten holt. Von der Nachhaltigkeit dort halt ein Beispiel möchte ich dort auch noch nennen, wenn man die Fassade betrachtet von dem Seminargebäude in Reinsdorf. Ich weiß, dass das sind halt keine Facharbeiter, ihr habt es alle so gut gemacht, wie ihr könnt, aber selbst dort sind jetzt schon die Risse, ist alles schon am Aufplatzen, also wenn das noch schön aussehen soll, darf man das in spätestens im Jahr zwei, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, darf man das Ganze nochmal machen. So, das ist für mich kein angemessener Umgang mit Geldern, die dem Verein zugeflossen sind. Was haben wir noch? Vielleicht vom Lohn. Wir haben dort also 4 Engel und 4 Euro die Stunde bekommen als Facharbeiter. Ich bin gelernter Elektroinstallateur, habe lange in dem Beruf gearbeitet, wie gesagt, Nicole. Maler und Lackiererin. Ja, 4 Engel, 4 Euro als Facharbeiter. Soll sich jeder selbst ein Bild machen. Womit wir auch Schwierigkeiten hatten, ich meine, wir machen ja kein Geheimnis draus, wir leben einfach in einem kleinen Bus, wir sind darauf aus, dass wir so wenig Geld wie möglich irgendwie noch brauchen, weil ich ja einfach mir sehr bewusst bin, dass die Wirtschaft und das System mit dem Geld, wie es jetzt so läuft, viel mit dem oder dem Leid zuträgt, was wir in der Welt haben. Auch bei den einzelnen Menschen, auch hier. Und da hören wir dann, hier brauchen wir noch ein paar Millionen, da noch ein paar Millionen, da noch ein paar Hunderttausend, dann können wir autark sein. Ja, nö. Ich erlebe es jetzt gerade hier im Freiraum Burkhardshof. Wir brauchen hier noch nicht von Autarkie zu reden, aber es geht Stück für Stück in die Richtung. Auch wir können noch nicht ohne Geld, aber wir brauchen keine Millionen und Abermillionen, damit man autark wird. Zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, waren dann in Reinsdorf, weiß ich nicht, 20, 30 Leute, in Wittenberg nochmal 30, 40. Und mit den Geldern, die der Verein dort schon zur Verfügung hatte, wäre meines Erachtens es möglich gewesen, wirklich eine Autarkie schon anzustreben, aber halt nicht auf diesem Wege. Dann der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Ganzheitlichkeit, gerade auf der Internetseite. Da haben wir uns halt auch vorher, ich habe mir alles durchgelesen, was dort zu finden war, die Videos alle angeguckt, die ich gefunden habe, irgendwie von Peter oder von Neudeutschland. Da ist auch immer viel von Ganzheitlichkeit die Rede gewesen. Auch hier nochmal gerade im Bau, da sind keine, also Ganzheitlichkeit, vielleicht auch eine Erwartungshaltung von mir, heißt dann auch irgendwie naturnahe Materialien und so weiter und so fort, aber nee, es wird das Billigste vom Billigsten geholt. Vom Arbeiten her kein achtsamer Umgang mit der Lebenszeit der Menschen einfach. Dann bin ich nehme nur mal dieses ganz platte Beispiel, wenn ich weiß, mit der und der Farbe streiche ich das einmal durch, dann hält das die nächsten 5, 6, 7 Jahre. Und mit der billigsten Farbe muss ich es halt drei, viermal streichen, bevor es richtig deckt. Und in 2, 3 Jahren kann ich nochmal ran. Dort ist dann auch so von wegen Ganzheitlichkeit, wie weit hatte ich das Gefühl gehabt, ich kann mich dort als Individuum einbringen. Dort hieß es halt immer wieder, wenn man irgendwas, was für mich waren es Verbesserungsvorschläge, auch wenn ich es vielleicht noch nicht so formuliert hatte wie jetzt, wenn es vielleicht auch ein bisschen mehr als Kritik noch geklungen hat, hieß es immer wieder, ja, das sind ja Ego-Befindlichkeiten von uns. Und in einem Seminar hat der Peter dann auch gesagt, also
dass wir alle noch nicht genug in der Gruppe, in der Gemeinschaft aufgegangen sind und uns vom Ego total gelöst haben. Ja, kann auch jeder sich drüber Gedanken machen. Es ist halt, ja, letztendlich hatte ich das Gefühl, es geht darum, dass man sich komplett aufgibt und unter der Führung von Peter, ohne noch zu hinterfragen, ohne frei zu denken, ohne kritisch auch sich Gedanken einfach zu machen und die auch mal aussprechen zu dürfen, einfach das macht, was gesagt wird. Also Freidenker sind dort nicht erwünscht gewesen zu dem Zeitpunkt, als wir da waren. So mein Eindruck. Dann als nächster Punkt möchte ich noch auf Peter Fitzek und dessen Stellvertreter eingehen. Er redet immer sehr viel von Spiritualität und in der heutigen Zeit wird es, glaube ich, immer mehr Leuten bewusst. Spiritualität ist nicht gleichbedeutend mit Rhetorik. Und Rhetorik beherrscht Peter ohne Frage. Jedoch haben wir uns gefragt, frage ich mich auch jetzt noch, wenn jemand wie Peter, der sehr auf die Wortbedeutung und auch die Macht der Worte kennt, wie es dann sein kann, dass wir dort immer wieder Worte gehört haben wie Pöbel, Arbeiterunterkünfte. Ich lasse es mal bei den Beispielen. Also es ist, ja, wir haben dort einfach durch Loben und eine geschickte Rhetorik, ein bisschen esoterischen Touch das Ganze mit rein, hat es der Peter sehr gut drauf, die Leute einfach zu führen, die sich führen lassen wollen. Letztendlich entscheidet Peter dort über alles. Alles, was dort passiert, entscheidet eine einzige Person, die heißt Peter Fitzek. So unsere Erfahrungen, ne? Also selbst, ne, dieses Beispiel möchte ich nochmal aufgreifen vom Bauteam. Die ersten 2 Wochen, als wir da waren, war der Peter ja nicht da, der war da in Thailand in Urlaub. Und einfach nur, welche Farbe macht man an die Wand? Es ist kein Facharbeiter da. Nicole kennt sich auch richtig aus, sagt, die und die Farbe ist scheiße, nehmen noch die und die. Wir haben es, glaube ich, vier oder fünf Bauleitern erklärt. Da lass es 3 gewesen sein, ist egal. Keiner konnte letztendlich entscheiden und sagen, jawohl, hier ist ein Facharbeiter, der kennt sich aus, wir nehmen die Farbe. Es landete alles irgendwo nochmal bei Peter und selbst der sagte dann nachher, ah ja, dann kaufen wir mal einen Eimer von der Farbe und einer von der und dann streichen wir 2 Wände. Eine so und so und dann gucken wir, welche besser ist. Also, sorry, wie soll man da zur Eigenverantwortung kommen? Funktioniert ja überhaupt gar nicht. Geht ja gar nicht, wenn immer einer entscheidet, der ganz oben sitzt. Ja, dann ein Beispiel. Piesteritz haben ja bestimmt viele von euch schon gehört, wo diese Pyrolyseanlage entscheiden soll. Wir wurden also einmal heimgefahren von dem Stellvertreter von Peter und da hat Nicole nur gesagt, da sind wir so an weitem von Piesteritz vorbeigefahren. Wir waren dort dann noch nicht gewesen. Wir haben nur gehört, dass dort halt die Arbeiterunterkünfte entstehen sollen. Und da sagte Nicole so, es hing so eine Dunstglocke von dem Industriegebiet da mitten drüber. Dann, Nicole, oh, da würde ich aber nicht gern wohnen wollen. Einfach so von der Umgebung. Ja, und das endete dann quasi darin, dass wir gesagt bekommen haben, wir sind unverschämte Gäste und wenn wir jetzt nicht aufhören oder nicht still sind, dann werden wir des Platzes verwiesen. Und das war zu der Zeit, wie gesagt, als Peter nicht da war. Er hat ja da die Hosen an und wenn wir ihm nicht passen, so nach dem Motto, dann können wir wieder fahren. Unverschämte Gäste, finde ich ja schon mal toll. Was mir auch dort aufgefallen ist, ich meine, das sind ja jetzt keine 12-, 13-, 14-Jährigen, die dort arbeiten. Nichtsdestotrotz, in den ersten 2 Wochen, gerade da, als Peter nicht da war, haben wir Peter nur kennengelernt als eine Grenze in den Köpfen der Menschen.
Es hieß immer nur, ich darf das nicht, weil der Peter. Das darf ich nicht, weil der Peter. Ich darf keine Zigarette rauchen, weil der Peter. Also, ja. Was soll man dazu noch groß sagen? Ja, ich habe hier noch einen Punkt stehen, der ja, recht persönlich ist. Den halte ich einfach, den sag ich einfach nicht. Ja, als Verbesserungsvorschlag dort ein offenes Miteinander, ein wirklich offener Austausch, eine Augenhöhe. Das war dort für mich nicht gegeben, dass alle auf einer Augenhöhe irgendwo sich unterhalten, dass jeder erstmal gleichwertig ist. Nö, das war für mich absolut nicht erspürbar oder erkennbar. Ich glaube, bei dem Punkt vorne dran, Ganzheitlichkeit, Verbesserungsvorschlag, braucht man, glaube ich, muss jeder, was versteht man da ganzheitlich, wenn ich vom Bau rede, wenn ich vom Umgang mit den Menschen rede, ja, weiß, glaube ich, jeder selbst, was dort an Verbesserungsvorschlägen da ist. Halt nicht die billigsten Materialien, auch dort nochmal ein anderer Umgang miteinander, ein Freidenken erlauben. Dieses Merken einfach, oh, wenn in mir jetzt was anstößt, wenn ich in Resonanz gehe, dann ist das nichts Schlechtes, dann kann ich da was lernen. Weil gerade dann, wenn ich irgendwo merke, oh, jetzt hat mich jemand getroffen mit irgendwas, dann ist das ja irgendein Thema, was in mir ist. Ja, bis zu diesem Punkt sind wir dort leider absolut nicht vorgedrungen. Dann möchte ich auf den nächsten Punkt zu reden kommen, und zwar geht es da um ein Grundrecht, um ein Menschenrecht, um die Redefreiheit. Dort nochmal, der Peter war die ersten 2 Wochen in Thailand im Urlaub. Wir hatten auf der Herfahrt schon mit dem Leiter des Öffentlichkeitsteams, über den sind wir hergekommen, gesagt, wir machen ja ein Videotagebuch, das ist auch noch online, ihr seht die Teile, die noch dort sind. Und das war alles mit dem abgesprochen. Der hat auch gesagt, er hat es mit Peter abgesprochen. Als Peter dann zurückkam, saß er direkt irgendwie bei uns im Bus. Hat gerade das letzte Video gesehen. Wenn ich mir heute die Videos ansehe, finde ich sehr interessant, die Entwicklung. Ich werde immer verwirrter dort. Oder ja, schaut euch die Videos an. Ihr merkt selbst, dass ich mich verändere während den Videos, und zwar nicht zum Positiven. Peter schaut sich das Video an. Das letzte hat er gerade angesehen, und ich musste sofort den Namen Neudeutschland aus dem Titel rausholen, aus dem Text rausholen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätten wir sofort müssen fahren. Ich habe zu Peter dort noch gesagt, Peter, weißt du, was du gerade machst? Du kannst froh sein, dass nicht irgendein anderer YouTuber dort sitzt. Der hätte nämlich jetzt einen Motor angemacht, wäre 20 Meter vorgefahren und hätte dann ein Video hochgeladen. Ich habe bis jetzt gewartet, weil ich immer noch die Hoffnung hatte, dass sich irgendwas tut. Zum Positiven. Ich weiß, dass dort Leute sind, die sich das nicht gefallen lassen, die das nicht mit sich machen lassen wollen, die aber immer wieder eingelullt werden von einem Peter Fitzek. Vielleicht kriegt dein Arsch ja mal noch hoch. Ich finde die Sache gut. Ich finde es toll, dass Menschen sich zusammenfinden und was machen. Aber noch nicht so. Für mein Empfinden. Ja, wie gesagt, hat mir das verboten, und letztendlich hat er noch gesagt, nichts geht über Neudeutschland raus, was nicht über seinen Schreibtisch geht. Für mich ist das Zensur. Er war halt besorgt um die Außenwirkung und sowas könnte ja alles kaputt machen. Ja. Soll ich sagen? Ich habe das dann gemacht, habe auch keine Videos mehr seitdem gemacht über Neudeutschland. Wir sind auch noch 5 Wochen dann noch da geblieben, weil wir uns einfach ein umfassendes Bild machen wollten, uns das Ganze angucken wollten, genauer. Am selben Abend, direkt nachdem er das Video gesehen hat, fährt der Peter dann von unserem Bus weg zum Leiter des Öffentlichkeitsteams und enthebt diesen mit sofortiger Wirkung all seiner Ämter. Verbesserungsvorschlag, Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit, ein Austausch in Gang bringen und kein
Folgen und keine Hörigkeit. Denn die bringt uns alle miteinander nicht mehr weiter. Meine persönliche Gedanken. Dann zu der nächste Punkt, das Staatssystem an sich. Wir wussten ja vorher schon, durch die Videos auch, dass der Peter dort eine konstitutionelle Monarchie machen möchte, so wie er das immer, wie sag mal, proklamiert. Ne, ach, ihr wisst ja, was ich meine. Mir fehlen manchmal solche Worte. Das macht es für mich nicht schlimmer oder schlimm. Was wir dort vorgefunden haben, ist allerdings eine absolute Monarchie, wenn nicht sogar eine Diktatur, denn Peter diktiert dort alles. Alles. Wer in der, wann in der Gesundheitskasse, wann dort Geld fließt, im Bauteam, alles. Alles wird letztendlich von Peter entschieden, von einer Person. Und ich weiß noch, ich war in dem einen Seminar, was war das, Rechtsseminar, da ging es ja auch mit um das Thema, da habe ich dann auch nochmal gefragt, wie ist denn das hier, falls irgendwie Leute innerhalb von Neudeutschland sagen, irgendwie die Führung, das funktioniert so nicht oder wir wünschen uns das anders, was für eine Möglichkeit gibt es dort, dort gibt es keine. Es ist, er ist der absolute Monarch. Fällt mir gerade noch ein Punkt ein. Zum Thema Redefreiheit, der Punkt vorne dran, dort habe ich dann noch zum Peter gesagt gehabt, hier, was ist denn mit der Verfassung, die du da stehen hast? Artikel 3 oder was ist es? Redefreiheit, bla bla bla. Ja, die zählt ja noch nicht. Ja gut, dann zählt das Grundgesetz oder was. Da ist auch, steht auch was von Redefreiheit. Bla 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 bla. Ja. Nun gut, zurück zum Staatssystem. Was habe ich da noch stehen? Es ist halt wirklich eine absolute Hierarchie, die wir dort vorgefunden haben, meines Erachtens wirklich auch mit einer gewissen Geheimbündelei, also sprich die Führungskräfte wissen Sachen, die die anderen, die normalen Arbeitenden dort nicht wissen dürfen. Also solche Eide schwören oder sowas. Bin ich nicht zugegen gewesen, ist ein Gefühl von mir, ich habe es auch schon mal erzählt bekommen, aber ich verlasse mich da auf mein Gefühl. Ich habe gemerkt, wenn ich kritischer nachfrage, werden gerade die Führungskräfte schwammig, weil sie es nicht sagen dürfen, nicht sagen wollen. Keine Ahnung. Ja. Habe ich ja noch stehen. Ja, also. Ja, Verfassung, Redefreiheit. Ach so, ja, was da natürlich noch so eine Sache ist, ja, die Verfassung, habe ich eben schon gesagt, die gilt ja alles noch nicht, ne? Also solange wie das noch nicht brauchst, zählt nur Peters Wille. Und ich sehe auch nicht die Bereitschaft von Peter, mit anderen Organisationen sich zusammenzutun. Es geht ihm darum, dass alles genauso umgesetzt wird, wie er sich das vorstellt, alles andere ist Humbug. Da darf auch anscheinend keiner irgendwie mitreden, noch nicht mal Verbesserungsvorschläge irgendwo mit einbringen, die mal ernsthaft diskutiert werden. Ja, da habe ich dann noch stehen, von wegen Autarkie, also dort wird nicht irgendwie was angebaut, dass die Menschen essen können, von Selbstversorgung, irgendwie sind sie auch weg. Man braucht halt Millionen und Millionen, dann wird man autark. Geht auch im kleineren Rahmen. Ein Verbesserungsvorschlag zu dem Staatssystem, ich kann nämlich das Ganze, ja, wie soll ich sagen, den ganzen Tohuwabohu, der da stattfindet. Ich frage mich immer mehr, inwieweit ist das Ganze gesteuert, dass die Leute, die wirklich was verändern wollen, in verschiedenen Organisationen wieder aufgefangen werden, die sich dann doch nicht einig werden. Und zu dem Thema werde ich zeitnah ein Video machen, in dem es um eine verfassungsgebende Versammlung geht, zu denen ich jetzt schon mal alle auffordere, die es ernst meinen, sei das ein Peter Fitzek, sei das ein Herr Sürmeli, sei das ein
Peter Frühwald, sei das ein, ach, wie heißen Sie, Professor Dr. Schachtschneider und. Ich werde das noch namentlich mehr ausarbeiten. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin zwar nur ein kleiner Furz hier im Lande, aber ich werde euch allen ein Ultimatum setzen. Und nach diesem Ultimatum wissen wir zumindestens mal, wer es ernst meint. Entweder wir treffen uns zusammen irgendwo auf dem freien Feld mit dem einen und einzigen Ziel, dass wir uns einig werden. Einigkeit kommt vor Recht und Freiheit. Mir braucht keiner was von Ego zu erzählen, wenn er eine Organisation schon hat mit hunderten Leuten irgendwo und Vernetzungen, die nochmal Tausende betreffen, aber letztendlich die Energie nur da reinfließt, dass Leute einem nachlaufen. Werdet euch einig, kommt zusammen. Wie gesagt, zu diesem Thema, wie man das machen könnte, eigentlich so ganz einfach, wir müssen uns wirklich nur mal zusammenfinden, zusammensetzen und da so lang bleiben, und alle, die es ernst meinen damit, kommen auch und bleiben so lange, bis wir uns einig sind und eine Verfassung haben. Dazu später mehr. Das waren meine Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge zu Neudeutschland. Die Schlüsse, die ich für mich daraus ziehen kann, ich kann Neudeutschland in keinster Weise irgendwo empfehlen, da es, tja, gerade mit diesem ganzen esoterischen, spirituellen Gerede dort, nichts gegen Esoterik oder Spiritualität. Aber das, was ich dort erlebt habe, dient nur dazu, die Menschen heiß zu machen und zu führen. So wie ich es erfahren habe. Zu sonst nichts. Deswegen kann ich Neudeutschland in keinster Weise empfehlen, kann nur jedem raten, die Finger davon zu lassen. Solange es so läuft, wie es jetzt läuft. Ich kann es auch wirklich an der Person Peter Fitzek festmachen. Wir haben dort viele, viele tolle, nette Menschen kennengelernt, die alle engagiert sind. Und euch möchte ich nur sagen, ich finde es toll, wie ihr euch engagiert, aber schaltet mal hier oben den Kopf ein. Macht euch mal frei, schiebt mal diesen Peter aus eurem Kopf raus. Dann könnt ihr was richtig Geiles dort aufbauen. Ich wünsche euch nichts mehr, als dass ihr das hinkriegt. Noch eine Ergänzung. Ich möchte mich noch einmal direkt an dich wenden, Peter. Ich will dir da überhaupt nichts kaputt machen. Ich habe dir damals schon gesagt, du machst so mit Neudeutschland. Mach so. Wir werden vielleicht ein neues Deutschland haben. Alles Gute von meiner Seite. Passt auf euch auf.